Die Rehbrunft im heimischen Revier. 2 Wochen ab dem 1. August mit viel Hitze, viel Regen und vielen Rehböcken. Für mich war das Ziel klar, die spannende Jagd auf einen alten, reifen Rehbock. Die sollte bei diesen Wetterbedingungen nicht einfach werden. Während mir dieser Bock zu jung war, sollte sich demnächst die Chance auf einen Jahrling ergeben, der immer gut in die Kühltruhe passt. Da der Jahrling meist verdeckt stand und nicht lange stehen blieb, wartete ich, bis er auf die Freifläche herauskam und richtete mich dort schnell her. Der Bock lag im Knall. Nach dem Versorgen sollte es noch weiter in den Wald gehen, wo es dann begann zu regnen. Sprang ein Bock aufs Platten. Der meines Erachtens aber 2-jährige Bock war definitiv etwas für die Zukunft, da er viel zu stark war. Aber nicht nur der Bock kam aufs Platten, sondern dann kurz darauf auch eine Geiß. Mit genügend Anblick ließen wir den Abend ausklingen und setzten uns erst am nächsten Nachmittag wieder raus in den Wald. Nach dem ersten Mal Platten zog auch sofort suchend ein Rehbock am Hochstand vorbei. Jedoch war der wieder für sein Alter zu stark, schätzte ihn auf 3 Jahre und war auch somit für mich nicht alt und reif genug, um ihn zu erlegen.
Wir genossen den Anblick und gingen danach auch weiter, wo eine richtige Überraschung auf uns wartete. Nach den Platten knackste es hinter uns im Bestand und kurz darauf zeigte sich dieser abnorme Bock. Obwohl er recht spannend ist er in meinen Augen trotzdem zu jung und, wie man auch im Video sieht, war nie ein Kugelfang vorhanden. Doch der Abend war noch jung und so setzten wir uns auf eine Freifläche, wo ein junger, passender Abschussbock schon bereit stand. Ich entschied mich zwar für einen Schuss, jedoch machte es uns der Bock nicht einfach, da er immer verdeckt stand. Selbst jetzt, Ende September, habe ich immer noch nicht meinen alten reifen Rehbock erlegen können. Jedoch hatte ich trotzdem eine spannende Brunftzeit im heimischen Revier. Ich konnte viele Böcke beobachten und auch zwei nicht unspannend erlegen.